Was? James Beaufort starrt dich an. Robin, richtig? Ruby. Dürft ihr eure Freundin kurz entführen? Okay. Du weißt, wer ich bin. Ich kenne deinen Namen, wenn du das meinst. Was ist passiert? Sie ist einfach reingeplatzt. Ich bin Lydias Bruder. Sie ist in einem Philosophiekurs. Ich möchte, dass du das hier nimmst und dir Folgendes merkst. Was du in Suttons Büro gesehen hast, ist nie passiert. Wir verhandeln jetzt neu. Ist jetzt ein tägliches Ritual? Können wir jetzt wieder Geld in die Hand geben? Oh, jetzt hör auf mit der Mutter Theresa. Warum? Sag mir, was du von meiner Familie willst. Keine Ahnung, was du vorhast, Bell. Und es ist mir inzwischen auch egal. Jeder Mensch hat einen Preis. Was ist deiner? Jemand wie du kann jemandem wie uns nichts anhaben. Du bist ein Niemand, aus einem namenlosen Kaff, ohne Geld und ohne Beziehung. Hey, ich sag dir meinen Preis. Halt dich fern von mir. Du kannst davon ausgehen, alles unter 2 Metern ist zu nah. Oh, hi, Robin. Na, alles klar? Ist dir eigentlich klar, wie viele Leute sich den Arsch aufgerissen haben für diese Feier? Naja, du wolltest ja kein Striptease von mir. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist einer der Typen hier mehr nach deinem Geschmack. Sie sind mit sofortiger Wirkung vom Lacrosse-Team suspendiert. Und Ihr Empfehlungsschreiben, Miss Bell, ist gestrichen. Ich will auf keinen Fall nochmal mit dir gesehen werden. Und Sie beide rücken mit einer bis ins kleinste Detail perfekten Spendengala den Ruf dieser Schule, den Sie eben ruiniert haben, wieder gerade. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dir. Amüsiert trifft sie, ja. Als ob ich mir von jemandem wie dir Befehle erteilen lassen werde. Ein Chaos wie das heute wird sich nicht wiederholen. Nicht unter meiner Aufsicht. Wenn das so ist, wird Mr. Beaufort seine dazugewonnene Zeit in das Veranstaltungskomitee investieren, um seinen Fehltritt wieder gut zu machen. Ich mache einen verdammt guten Job in diesem Komitee und ich werde nicht zulassen, dass mir meine Chance auf Oxford versaust. Wichtig ist erstmal, dass wir eine absolut perfekte Spendengala über die Bühne bringen. Ohne Zwischenfälle. Erwartet, dass ich aus der Offensive gehe, aber sie hat keine Ahnung, mit wem sie sich anlegt. Je ferner James Beaufort sich diesem Meeting hält, desto besser. Du kennst das Mädchen nicht. Ich kenne sie gut genug, um zu wissen, dass sie sich ein Bein ausreißen würde für Oxford. Die große Halle wäre das perfekte Setting für eine viktorianische Party. Dresscode der Ära entsprechend nobel und dekadent. Habt ihr etwas im viktorianischen Stil in eurer Sammlung? Ja, ich glaube schon. Ziemlich schöne Stücke. Wertvoll. Viktorianische Traumkleider in Gormsey? Du hast recht. Könntest du deine Eltern fragen, ob wir dafür in die Sammlung dürfen? Tut mir leid, das kann ich leider nicht. Widerlicher, arroganter. Wirst du den Rest deines Lebens nichts anderes tun, als einen Wohlstand und einen Ruf zu repräsentieren, zu dem du rein gar nichts beigetragen hast. Weil so viel Geld gibt es wahrscheinlich keinen Bedarf für eigene Ideen oder Ideale. Dein Name, dein Erbe, deine dummen kleinen Streiche, das zeigt doch nur, wie leer du bist. Und deswegen wird sich nie jemand für dich interessieren, sondern nur für dein Geld. Hast du schon mal jemanden so sehr verletzt, dass er den Raum verlassen hat? Klar. Ich wollte dir sagen, dass du recht hattest. Ich kenne dich nicht. Es kommt darauf an, dass du aus deinen Fehlern lernst und dass man dafür einsteht. Keine Ahnung, was mich geritten hat, aber es tut mir leid. Danke fürs Abholen. Wie läuft's mit dem Kleid? Es ist verbrannt. 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 Warum hast du es dir anders überlegt? Das ist ja keine große Sache. Wir fahren da hin, machen ein paar Fotos vom Kleid und sind wieder weg. Bereit? Er spielt Verkleiden, während wir mit den Ellingtons beim Lunch auf ihn warten. Glaubst du, London war nicht schon demütigend genug für mich? Du siehst toll auf dem Foto aus. Ich hab dir gesagt, dass ich alles dafür tue, hier nicht aufzufallen. Und du plakatierst Maxton Hall mit meinem Gesicht? Nichts für ungut. Aber das ist das Kleid einer Königin. Hey. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir zum Feuer zurückkehren. Zum Feuer? Zur Zeit, als du noch nicht wusstest, dass es mich gibt. Da ging es mir definitiv besser. Ich habe mich wie ein Arsch verhalten am Samstag. Das weiß ich. Percy wartet unten auf dich. Vielen Dank für die unvergessliche Erfahrung. Ich habe die Plakate drucken lassen, um dir zu zeigen, dass ich nicht so bin. Wie? Jemand, der Menschen, die er mag, wie Dreck behandelt. Ist der Typ verwirrt oder was? Er ist zu mir nach Hause gekommen, um sich zu entschuldigen und hat gesagt... Was, wenn ich nicht zum Vorher zurück will? Hier, hing draußen am Tor. Du bist nicht mehr unsichtbar. Nicht für mich. Zurück unter deinen Stein kannst du eh nicht. Also, zeig den Idioten da, wer Ruby Bell ist. Wir sind doch alle Freunde hier, oder? Nein! Nähe und Distanz schließen einander nicht zwangsläufig aus. Man kann sich Menschen nahe fühlen, die kilometerweit von einem entfernt sind. Oder bemerken, dass man jemanden vertraut, den man vor nicht mal 2 Wochen noch meinte zu hassen. Ich weiß erst seit gestern Abend, was es bedeutet, nicht mehr Herr der eigenen Gefühle zu sein. Ruby Bell, kann es sein, dass du versuchst, mit mir zu flirten? Wenn du jetzt nicht spürst, dann schickt dir niemand mehr vor. Dann kümmert er sich selbst darum, dass du funktionierst. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ruby ist immerhin keine Lehrerin. Dann schaffst du es vielleicht auch noch rechtzeitig zu Rubys Geburtstag. Was, morgen Geburtstag? Lexington schmeißt mir zu Ehren eine fette Party. Dann komme ich auf jeden Fall pünktlich. Versprochen. Du hattest recht. Ich will dafür nur einmal glauben, dass ich in meinem Leben alles selbst unter Kontrolle habe. Nicht er. Und, hey, Ruby. Happy Birthday. Ich wünsche, ich hätte es hinter mir. Ich will nicht zu der Pressekonferenz. Ich will nicht Beaufort übernehmen. Ich glaube, ich will noch nicht mal nach Oxford. Du hattest recht im Vorbereitungskurs. Bin ich mehr als mein Name. Ich glaube, jeder Mensch hat Momente, in denen er alles um sich herum vergisst. Auch für jeden Schritt und Gedanken zu hinterfragen und einfach einer Intuition folgt. Was machst du hier? Wir haben noch genau 3 Stunden, bis dein Geburtstag zu Ende ist. Ich würde vorschlagen, dass wir die Zeit genießen. Darf ich fragen, wie deine Zukunftsvisionen mit dieser Person aussehen? Du wirst nie wieder ein Wort mit diesem Mädchen wechseln. Es kostet mich einen Anruf und sie verliert ihr Stipendium. Ich nehme ihr Leben auseinander. Was ist los mit dir? Was soll los sein? Du benimmst dich wie ein Arschloch, das ist los. Tue ich das? Hör auf, dich blöd zu stellen und sag mir, warum du mich ignorierst. Das war nur ein Kuss. Du hast nicht ernsthaft geglaubt, dass jemand wie ich an jemandem wie dir interessiert sein könnte, oder? Ich glaube, im Leben kommt jeder irgendwann mal an den Punkt, an dem er mehr oder weniger begriffen hat, wer er ist. Und aufhört, nach Dingen zu greifen, die nicht dazu passen. Aber es ist Zeit, dass wir zum Vorher zurückkehren, Robin. Manchmal machen Menschen einander unglücklich, egal wie sehr sie sich lieben. Und es ist besser, loszulassen. Der kam für dich an. Den Moment, wenn der Lärm um uns herum abschwillt und wir allein zurückbleiben mit dem, was wir angerichtet haben. An der Stille, die ohrenbetäubend ist. Willst du mir sagen, dass du nicht merkst, wie er leidet? Er hat mit mir Schluss gemacht. Manchmal ist es der größte Liebesbeweis, die Liebe ihm loszulassen. Ich check einfach nicht, warum die Leute so eine scheiß Angst davor haben, ihr wahres Ich zu leben. Du hast mich die letzten Wochen doch so fachmännisch ignoriert. Können wir das bitte wieder einführen? Es ist deine Strategie. Du machst alle um dich herum klein, stößt alle weg von dir, damit keiner merkt, dass du in Wirklichkeit nichts als so ein Feigling bist, der lieber die Marionette für andere spielt, als für das einzustehen, was er wirklich will. Ich lasse mein Leben fremdbestimmen. Ich tue unverzeihliche Dinge, lüge, verstecke, was ich gerade wirklich fühle, aber ich lasse mich dafür nicht von dir verurteilen, nicht wenn ich das alles nur für dich tue. Das geht nicht, Ruby. Es tut mir leid. Okay? Es tut mir leid. Warum? Warum zum Teufel bist du denn hier? Warum redest du überhaupt mit mir? Weil du nicht weißt, was du von mir willst. Weil du nicht weißt, was du vom Leben willst. Ich glaube, du weißt gar nichts. Eltern haben gesehen, wie sehr ich mich verändert habe. Wegen dir. Ich Ich weiß ganz genau, was ich will. Warum kämpfst du da nicht dafür? Weil sich in meinem Leben niemand dafür interessiert, was ich will. Mich schon. Du hast jemanden verdient an deiner Seite, der dich beschützt und eine Familie, die dich mit offenen Armen empfängt. Und ich kann dir das nicht bieten. Ich kann dir gar nichts bieten, außer einen Haufen Probleme, von denen ich manchmal selber weiß, wie ich sie lösen soll. Mich hat's immer interessiert, was du willst. Keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen. Versprochen. Eure Mutter hatte einen Hirnschlag. Wie geht's ihr? Cordelia ist tot.